Ja, schwierig, unsere ersten Male, ne? Boah, da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern, so klein war ich da. Ja, du warst vielleicht 10 oder so. Jünger, oder jünger nicht? Jünger wahrscheinlich. Ja, ich war bestimmt jünger. Ja, das ist schon du sehr hast früher lange. Richtig viel mit meiner Schwester gemacht und ja. Die ist 8 Jahre älter als ich. Ja, und ein bisschen älter als ich. Also schon ein paar Jahre her, würde ich sagen. Und bei der Geburt. War mega, mega Erlebnis. Ich würde sagen, auch ein Babyfoto, ne? Minute 1, kann ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern, aber war mit Sicherheit auch toll. Das ist eine gute Frage. Also, es gibt diverse Fotos zusammen, würde ich sagen, aus der letzten Zeit, aber von früher, ich würde mal ja, tippen, Familienfotos, genau, Skiurlaub. Da war ich 16 und du, ja, also schon 10, auch wieder 12. Ein bisschen länger her. Unsere ersten Male waren halt sehr früh zusammen, ne? Deswegen fand ich das jetzt schwierig, mich zu erinnern, aber war mit Sicherheit ein toller Trip. So, wir sind als Kinder viel nach Holland, nach Ameland gefahren auf der Insel. Ich würde sagen, das ist so die Urlaube, wo man sich als Kind dran erinnert. Mhm. Mit Smarties Eis in den Dünen sitzen. Ja. Pombeeren essen. Ja, diese Urlaub. Ah, nee. Oder diese. Nee. Ja, alleine diese. Alleine diese. Ja. Und ansonsten der Skiurlaub. Ich würde sagen, unsere richtige erste Party. 15? Ja. Wir haben nächste Tag so ein Turnier geritten und dann wollten unbedingt lange bleiben. Meine Eltern haben gesagt, nein. Ich sagte, doch, ich möchte aber. Weißt du was, bleib so lange, wie du willst. Ich glaube, wir haben wirklich bis 4 Uhr waren wir da auf unserer ersten Party und mussten irgendwie um 4:30 aufstehen fürs Turnier. Haben eine halbe Stunde auf der Couch geschlafen. Zack, Reithose an und los ging's. Aber hat geklappt. War gut. War ein erfolgreicher Tag, wussten wir. Kann man machen. Ui, da waren einige. Ich kann mich kaum erinnern an die erste. Also bestimmt 4, 5 Jahre her. Aber was für eine Party. Irgendwo in der Stadt, ja. Oh, wir haben früher mal uns gegenseitig Geschenke gebastelt als Kinder. Ja. Ich würde sagen, das war immer so. Ich habe immer viel gebastelt, war schon Sparfuchs schon immer. Er hat immer recycelt, was sie schon hatte. Dinge gefunden und da ein Geschenk draus gemacht. Geburtstagsgeschenke, aber es waren ja eigentlich immer Gruppengeschenke, ne? Ich wüsste jetzt gerade nichts. Nö. Nee. Sind nicht so die Konzertgänger, ne? Mm-mm. Ich glaube, wir waren bei Macklemore. Macklemore war unser erstes Konzert. Ja. Kommt noch! Kommt noch! Im Oktober! Im Oktober! Karten gibt's schon. Ja. Roy Bianco und die Abruzzati Boys. Ja, eigentlich sollte es noch Rammstein sein diesen Monat, aber ich habe ja, das schaffst du leider abgesagt. Nicht. Ja. Sehr vielfältiger Musikgeschmack. Aber mir ist nicht viel peinlich, muss ich dazu sagen. Deswegen kann ich mich nicht an ein schlimmes Erlebnis erinnern. Nee, müsste ich jetzt halt auch nicht. Peinlich im Moment. Haben wir nicht. Nee. Haben wir nicht. Wir sind früher, wo wir Reiten gelernt haben, da sind wir dann immer in den Ferien. Mit den Ponys ums Feld, das weiß ich noch. Das ich war nicht. Immer. Weiß ich nicht, was doch. Ich weiß das. War mit Sicherheit cool. Gestern. Gestern. Ja. Mhm. Mit 4 oder so, ne? 4, 4,5. Früher haben wir bei den Vierzügeklassen, weil wir ja nicht dann 2 Pferde hatten, haben wir immer Hälfte, Hälfte. Da musste man die Richter vorher fragen, dürfen wir in der Hälfte tauschen. Und dann ist immer einer die erste Hälfte geritten und einer die zweite. Und dann wurden aber auch beide mit platziert. Also, wenn sie eins. Also. Das war ganz cool. Ja. Mit Campino. Ja. Nee, das war noch mit Schulfan Sunny Boy, glaube ich. Nee, das war mit Pino. Ja. Oh, da waren auch einige. Da war eine, also vorm Skiurlaub auf jeden Fall. Da waren wir ja, noch Mini, Pony. Da waren wir noch Pony in der Ponyzeit auf jeden Fall. Immer mit also Zelten und so, das war cool. Ja. In Hollage.